Und Eifer. Zweite Hilfsstation aktiviert. Ja, gerade rechtzeitig. Ich werde den Zugang gleich öffnen. Noch mehr Feinde im Anmarsch! Erledigt sie, Osiris. Immer noch mal zu uns kommen. Wenn es jetzt gerade relativ einfach ist im Vergleich zu dem, was wir jetzt schon durchgemacht haben. Springer sagen, denke ich immer an die Hunde, weil die immer so auf einen zugesprungen gekommen. Dann denke ich mir so, alles klar, Nahkampfangriff. Und dann kommen diese Drecksviecher hier, die man bloß nicht zu nahe kommen sollte. Mensch. Sergili? Was will die schon wieder? Ja. An Boy. Sie spricht nicht. Exuberant, bring uns zum Relais. Fast fertig. Shiro Hanai. Alle Kreaturen der Galaxie, hört diese Botschaft. Jede, die zuhört, wird nie mehr Gewalt angetan werden. Ihr werdet keinen Hunger oder Schmerz mehr kennen. Eure Erschaffung. Sie schickt noch mehr! Für euch sorgen. Unsere Macht wird einer strahlenden Sonne gleich alle Intelligenz zum Erblühen bringen. Und euch unter unserem undurchlässigen Schutz gedeihen lassen. Doch diejenigen, die unser Angebot ablehnen und weiter ihrem alten Pfad folgen. Jetzt spricht sie über uns. Euch erwartet schrecklicher Zorn. Warum fragst du mich das jetzt? Wenn sie fort sind, gehört uns alles, was bleibt. Und wir werden es nach unserem Weg schaffen. Ihre Panzerung ist beschädigt. Feuer konzentrieren. Exuberant, die Zeit wird knapp. Up.
Waffen. Danke sehr. Gegner. Ich habe keine Munition mehr für irgendwas. Meine Panzerung blockiert. Danke, Spar. Ja. Geschafft. Ich habe den Durchgang geöffnet. Schnell, zu mir auf die Plattform. Zu Exuberant. Schnell. Wie zu dir auf die Plattform? Wie hast du dir das vorgestellt? Ah, dahin. Oh. Für irgendwas. Das Zugangsrelais ist am Ende des Ganges. Sie müssen nur die Energiezufuhr unterbrechen. Klingt ganz einfach. Sobald die Verbindung unterbrochen ist, erlange ich sofort wieder die Kontrolle. Ihr Wächter! Oh nein, sie hat die Hyperraumsequenz eingeleitet. Wenn das Relais nicht gestört wird, verschwindet sie und nimmt das Kryptum mit. Wenn ihr Wächter mit Team Blau verschwindet, ist alles aus. Nur einer muss das Relais erreichen, um sie aufzuhalten. Wir sind nicht so weit gekommen, um sie verschwinden zu sehen. Exuberant, deaktiviere den Schild. Sofort! Osiris, los! Was haben Sie vor? Auf geht's. Jetzt geht's rund! Bereit machen! In Komm Bewegung bleiben! Schon. Wir schaffen noch das! Komm schon! Festhalten! Weiter! Es wird funktionieren! Fast da! Bleibt hinter mir! Da! Das Relais! Zerstören Sie es! Ich bin dabei! Nur noch eine Frage, ehe ich gehe. Wo ist die Infinity? Wieso ist sie so schwer zu sehen? Wir können... es schaffen! Ich kann nicht mehr. Brock! Du schaffst das! Keine Sorge. Ich werde sie finden. Nur... noch ein... nimmst du nicht aus! Überraumkoordinaten gesetzt. Kryptung gesichert.
ist Cortana? Sie ist weg, Sir. Lasky, Notruf. Auf allen Kanälen. Es ist Cortana? Sie und andere KIs fahren alles runter. Von der Erde bis zu den äußeren Kolonien. Roland? Hab euch! Das Versteckspiel ist vorbei, Infinity. Lieutenant Jet! Notfall-Hyperraumsprung! Sofort! Für die Galaxie schützt alle. Doch nur die Erschaffenen sind ihre Meister. Wir haben es geschafft, Ken. Kann sie uns aufspüren? Hier ist alles zuzutrauen. Zufällige Sprünge fortsetzen. Große Siedlungen meiden. Wir laufen einfach davon. Nur bis wir einen Weg finden zu kämpfen. Ja, und das war Halo 5 Guardians. Ich habe ja durchaus meine Kritik am Spiel gehabt. Die habe ich auch durchaus geäußert, vor allem in den ersten 2-3 Parts, muss ich zugeben. Mir hat das Spiel aber am Anfang auch echt nicht gefallen, weil ich halt letztes Jahr erst die Master Chief Collection gespielt habe und damit halt auch gerade erst meine ersten Erfahrungen mit dem Halo-Spiel allgemein gemacht habe. Ich hatte halt vorher null Erfahrung mit Halo, nichts gesehen, nichts gespielt. Also gut, ich hatte damals mal im Koop was gespielt, aber ich könnte mich da nicht mehr dran erinnern. Also wirklich, ich habe damit quasi jetzt erst angefangen, letztes Jahr mit der Master Chief Collection, und fand halt die Teile echt geil. Also die ersten 3 Teile waren halt von der Story echt geil. Der erste Teil war halt noch ein bisschen veraltet schon, muss man zugeben. Der zweite Teil halt mit der aufgehübschten Grafik unfassbar hübsch. Der dritte Teil halt wieder gameplaymäßig echt cool und storymäßig halt auch echt cool. Und der vierte Teil halt nicht ganz so stark wie die Vorgänger, habe ich da ja schon gesagt, aber an sich halt auch seine Stärken gehabt. Und der fünfte Teil fing halt an und grafisch schlechter als der geremasterte zweite Teil. Zwischensequenzen grafisch schlechter als die geremasterten zweiten Teil. Sogar teilweise Zwischensequenzen meiner Meinung nach sogar auf dem Niveau des vierten Teils, der ja für 360, für Xbox 360 erschienen ist, komischerweise. Hat mich halt total gewundert, dass halt die Zwischensequenzen nicht viel besser waren. Und halt auch die ganzen Texturen, diese 4-Spieler-Kram, der mich halt auch bis zum Ende genervt hat. Man hat sich jetzt damit abgefunden, aber es ist halt einfach, wenn man da mit dem Master Chief durch die Gegend gerannt ist und halt durch die epischen Kulissen und so weiter und so fort, es hat einfach ein ganz anderes Feeling gehabt, als wenn man da mit 3 Vollidioten da herrennen, die überhaupt nichts können, die ganze Zeit nur die Stimmung versauen und halt, keine Ahnung, es passt einfach nicht. Es ist ein Spiel, es ist eine Story, die halt auf den Master Chief und vielleicht noch auf den Gebieter da quasi, ihr wisst schon, anzugeschnitten war, also halt immer so Einzelpersonen, aber halt nicht 4 Leute, die im Koop rumrennen, das ist zerstört irgendwie
die Atmosphäre, muss ich zugeben. Und das war es halt wirklich, was mich am Anfang extrem gestört hat. Ich habe mich jetzt darauf eingelassen. Habe halt wirklich am Release-Tag den ersten Part aufgenommen, am Tag nach Release den zweiten Part aufgenommen und dann nichts mehr gemacht. Bis jetzt, bis heute. Und heute habe ich das komplette restliche Spiel in einem Stück durchgespielt. Und das Spiel ist nicht schlecht. Es ist nicht das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe, auf keinen Fall. Es ist sogar ein relativ gutes Spiel. Aber es kommt meiner Meinung nach nicht an die Vorgänger ran. Und der vierte Teil kam meiner Meinung nach schon nicht an die ersten drei Teile ran. Und der fünfte Teil kommt auch nicht ansatzweise an den vierten Teil ran. Also, die Story wurde halt erst gegen Ende ganz gut und ist dann halt auch direkt wieder vorbei gewesen. Ich weiß es nicht. Was war jetzt dieses Etwas, was Cortana da ausgeschaltet hat, dieser komische Roboter, den wir 35 Mal bekämpfen durften, weil man sich wohl zu faul war, andere Bossgegner einfallen zu lassen, hat man den einfach einmal geschickt, hat man den nochmal geschickt, hat man den nochmal geschickt, dann hat man zwei davon auf dich losgelassen, hat man drei davon auf einmal auf dich losgelassen, dann war's vorbei. Ja, war jetzt nicht ganz so episch, muss ich zugeben. Also Bosskämpfe waren hier leider nicht so toll. Ansonsten, ja, wie gesagt, was soll man sagen? Bosskämpfe waren ja sowieso noch nie in Halo wirklich eine Stärke. Es gab es ja eigentlich so gut wie noch nie. Es waren immer nur so kleine Dinge zu Moments, aber so wirklich Bosskämpfe gab es in Halo. Muss ja auch nicht sein. Aber wie gesagt, das Spiel hat Kritik. Ich finde halt, es ist der schwächste Teil der Reihe. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist der schwächste Teil der Reihe. Halt auch aus dem Grund, weil es ist ein... Halo ist einfach, es geht um den Master Chief. Und der vierte Teil hat die Story um den Master Chief halt auch nochmal ziemlich cool erzählt. Das war auf jeden Fall eine der Stärken des vierten Teils. Das hat man echt gar nicht schlecht gemacht. Und dann hat man jetzt theoretisch eine coole Story für den fünften Teil, in dem es um Master Chief und Cortana geht. Und der kommt einfach in 15 Missionen, kommt er in 4 Missionen vor. Das ist einfach unverständlich für mich, wenn man doch einen sympathischen, coolen, wirklich epischen, jedermann in der Gaming-Branche bekannten Protagonisten hat, dass man den einfach zur Seite legt, quasi auf Eis legt und einen anderen Typen, der einfach null interessiert, in die Hauptrolle drängt, ist für mich total unverständlich, leider, muss ich zugeben. Und wie gesagt, die Story hat halt deswegen auch einfach diesen Schwung nicht gekriegt, weil es war halt eigentlich die ganze Zeit, ja, der Master Chief hat jetzt zwar eigentlich die Hauptstory, aber der kommt jetzt nicht vor. Wir haben jetzt erstmal 5 Missionen hintereinander, wie wir jetzt mit dem anderen Typen, dessen Namen ich mir noch nicht mehr merken konnte. Das ist ja schlimm, ich kann mir noch nicht mehr den Namen von dem Typen merken. Beziehungsweise ich weiß es gar nicht, wie er heißt. Es wurde ab und zu mal gesagt, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wie der halt da rumläuft, dann wieder zurück zu seiner Infinity und dann wieder weg und dann wieder zu Infinity und dann wieder weg und dann hat er wieder bei Infinity neue Aufträge und ist wieder weg und... Also ganz ehrlich, das war irgendwie... Es war, wie gesagt, kein schlechtes Spiel. Es hat auch grafisch noch ordentlich zugelegt mit den cooleren Kulissen, die da am Ende kamen, wenn man halt nicht nur in irgendwelchen Raumschiff-Inneren ist, sondern halt auch coole Landschaften zu sehen bekommen hat, dann war das Ganze grafisch auch definitiv nicht mehr so schlecht, wie ich es am Anfang gesagt habe, aber es kommt halt nicht mehr ansatzweise an die anderen Teile ran. Und für mich ist bislang der... in der Anniversary Edition Remake, der zweite Teil, halt einfach das Nonplusultra. Es ist grafisch unfassbar geil gewesen. Es war gameplaymäßig cool. Es war storymäßig richtig Hammer. Die ganze Flat-Saga und so finde ich immer noch wesentlich cooler als diese ganzen komischen, ihr wisst schon, Leute jetzt hier. Ich finde die Flat-Saga einfach viel, viel interessanter und cooler. Und... die Zwischensequenzen waren vom zweiten Teil einfach der Hammer. Man hat sich auf jede Zwischensequenz gefreut, weil die so unfassbar gut aussahen. Und die gab es hier einfach meiner Meinung nach auch viel zu selten. Die meisten Zwischensequenzen waren, wie gesagt, einfach auf der Infinity, wie wir dann da angekommen sind und einen neuen Plan geschmiedet haben und dann wieder unterwegs waren. Beziehungsweise keinen neuen Plan, sondern einfach nur gesagt haben, ja, jetzt geht es dahin. Okay. Und das war dann die Zwischensequenz. War ich leider ein bisschen enttäuscht. Aber naja. Was soll's? Die haben ja noch einen sechsten Teil. Die zweite Trilogie wird ja wahrscheinlich mit einem dritten, sechsten Teil abgeschlossen. Und dann werden wir wahrscheinlich Cortana finden und vermutlich vernichten oder aufhalten müssen. Das ist dann jetzt so aktuell der Plan. Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, ist, dass es in der zweiten Halo-Trilogie einfach null um Halos geht. Also das namensgebende Objekt dieses Spiels, Halo, kommt ja eigentlich in der zweiten Trilogie bislang noch gar nicht vor.
Es hat einfach nur den Namen, weil, ja, Geldmacherei, ne? Nein, es geht natürlich um, es spielt im Universum, es geht um Cortana, es geht um Master Chief und so weiter und so fort, aber es geht halt nicht um das Objekt Halo, was ich eigentlich, ja, merkwürdig finde. Aber okay, kann man so machen, ist jetzt keine Kritik, dass kein Halo drin vorkam, aber wie gesagt, es hat, das Spiel hat seine Schwächen. Und deswegen wird es nicht in die epische Historie meiner Lieblingsspiele eingehen. Die Anniversary Edition vom zweiten Teil hingegen fand ich unfassbar cool, unfassbar genial und so im Nachhinein auch echt den stärksten Teil. Den dritten Teil fand ich sogar noch besser als den zweiten Teil, aber der war halt noch nicht grafisch aufgefrischt. Wenn der dritte Teil irgendwann mal grafisch aufgefrischt werden sollte, dann ist das absolut das Nonplusultra. Da war die Grafikhammer, da war das Gameplayhammer, da war die Storyhammer, da war das Game Design Hammer, das war unfassbar gut umgesetzt. Es war ein perfekter Abschluss für die erste Trilogie. Und das Ganze nochmal, wie gesagt, in voller Grafikpracht in einer Anniversary Edition wäre einfach der Oberhammer. Würde mich mega freuen. Aber naja, wir schauen uns erstmal die Special Thanks hier noch an, die länger sind als die Credits selbst. Und da kann ich mich an sich schon eigentlich schon von euch verabschieden, oder? Kommt ja von der Kleinigkeit, das ist eigentlich nicht. Es gibt ja noch so eine mega secret Zwischensequenz am Ende, die kommt aber eigentlich nur, wenn man es auf den höchsten Schwierigkeitsgrad geschafft hat. Das haben wir nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, welchen Zwischenschwierigkeitsgrad wir hatten. Das ist einfach zu lange her, 2 Monate oder so, dass ich dieses Let's Play gestartet habe. Und ja, immerhin habe ich es noch 2015 fertig aufgenommen. Hochgeladen nicht, aber immerhin fertig aufgenommen. Also, dass ich immerhin noch sagen kann, dass ich spiele, dass ich schon ja, wie gesagt, was soll ich noch großartig sagen? Ich war einfach drauf, dass die Special Thanks in der Memory vorbei sind und ja. Das war Halo 5 Guardians. Und es kommt nichts mehr. Deswegen sage ich jetzt wieder einfach, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch bei meinen anderen Let's Plays wieder rein. Spätestens für die Halo-Fans bei Halo 6 werden wir uns wiedersehen. Ansonsten lohnt es sich definitiv auch mal auf meinem Channel und bei den anderen Projekten zu gucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Bis in den anderen Projekten. Und auf Wiedersehen.